Hallihallöchen, Freunde, es geht los nach München. Die Tour geht richtig los. Erst war es in Berlin, war der Tourstart, paar Tage gechillt. Jetzt geht es weiter nach München. Hier seht ihr den schönsten Bus, der jetzt die nächsten Wochen Deutschlandstraßen unterwegs sein wird. Haben natürlich noch einen zweiten Bus, weil die Crew ist sehr groß, weil ich sehr erfolgreich bin. Freut mich natürlich und ey, lasst uns jetzt erstmal in den Bus steigen, nach München fahren, Bierchen trinken und dann geht's morgen weiter. Check. Oh. Also damals war ja mein Raum vorne, das fand ich ja ganz schön. Ich habe hier 120 von diesen E-Pfeifen. Boah, das riecht ja schon nach den Dingern, Alter, gell? Das ist der Remix, den Toll. Ich rauche hier Kiwi, Passion, Fruit Lime. Vitamine pur. Red Bull ist verboten. Das wisst ihr. Aber nur wegen Fußball. Lass da, hast du welche bei? Schmeiß ich weg. Wenn ich Red Bull im Bus finde, schmeiß ich die weg. Das war kein Scherz. Wenn ich den sehe, schmeiß ich weg. Wo sind die anderen? Schlafen. Und da gehe ich jetzt auch hin. Ins Bettchen. Oder Richard? Ich bring dich ins Bett. Gute Nacht, wir sehen uns morgen. Richard, willst du noch ein bisschen, weiß ich nicht, mich massieren oder so? Kann ich machen. So, guten Morgen. Jetzt zeige ich euch erstmal, was man zum Frühstücken braucht. Ganz wichtig, Zigaretten. Weil wirklich richtig wichtig ist, bevor der Chef gleich aussteigt oder wach wird. Red Bull ist verboten! Ich muss ja überlegen, dass der DJ genauso einen großen Backstage hat wie Ecke. Und wir gucken dir da mal den Kühlschrank an. Auf jeden DDR-Tour. Müssen wir gleich was machen? Naja. Wir haben ja ein paar Sticker bei, den können wir gleich mal erstmal bearbeiten. Ich muss nochmal, was war der Code nochmal für den Bus gewesen? Den darfst du nicht filmen. Und was ist deine Aufgabe hier? So ein bisschen hier hell-dunkel. Ist das Fortnite? Das ist Fortnite, ja. Du, aus dem Alter bin ich raus. Sind Sie Finch? Nein, er ist Finch. Der sieht aus wie Finch. Sie sehen aus wie Finch. Film mal den da, guck mal, wie der so tut, als würde er arbeiten. Was? Kannst du mir mal bitte sagen, was die Arbeit von einem DJ ist, außer Playpause zu drücken? Sauf. Ganz einfach. Ist es Kunst, was du machst? Definitiv. Hast du auch noch einen anderen Job als hier rumlaufen und rumstehen? nee, eigentlich nicht. Eigentlich mache ich nichts anderes als hier dumm rumstehen und Leuten sagen, was sie zu tun haben. Ist das Gehalt dafür auch gut? Nein. Oh, großer Brei. Okay. Hallo, hier sind noch die anderen Schüler. Schüler? Warum Schüler, du Ficker, Alter? Ich bin der Lehrer. Ach so. Also ich kann ja nur arbeiten, wenn ich saufe, denn es ist ja meine Kunstfigur, die da auf der Bühne steht und alles macht und so, und die ist nun mal ein Säufer. Dafür kann ich ja nichts. Ich persönlich verabscheue das ja. Ich auch. Den Gin mal auf. Kommt so ein, ja, so ein kleiner Schwapper. Kommt hier rin. Prost. Jetzt kann es losgehen. Was haben wir da so? Nachgemachten Fass an, damit wollte jemand rein. Hör dir mal das an. Das wurde nicht mal geklebt. Aber jetzt mal ehrlich, das ist geil, ich habe so dumme Fans, die können nicht mal richtig fälschen. Guck dir mal das an. Guck doch mal, wie dumm meine Fans sind.
So. Das, was ich am meisten mag, Fotos. Guten Morgen, Freunde. Heute sind wir in Zürich. Gestern waren wir in München. Ich weiß gar nicht, ich habe gestern eine Ansage gemacht. Vielleicht habe ich keine Ansage gemacht, habe ich vergessen. Heute in Zürich, die kleinste Location, 1880, glaube ich, im Komplex. Damals waren wir unten im Komplex, waren wir 400 Leute oder so. Heute sind wir 1880, also der Wachstum ist auf jeden Fall am Start. Ich würde sagen, bin gerade aufgestanden, ein bisschen was gefrühstückt. Werde ich mich ein bisschen fresh machen und dann gucken wir uns ein bisschen Zürich an. Also check das aus! Ich hab schön Wetter mit dir gebracht. Ja, schön. Die gute Ray-Ban. Naja, wird der nochmal eine neue gekauft, ist halt so. Wir gehen spazieren ein bisschen rum. Ich bin so ein Superstar, ich muss aufpassen, dass ich mich hier nicht erkennbar. Assi? Ich glaube, sie erkennt mich hier. Digga, ich spiele vor 1880 Leuten, Alter, und wollen die machen, Alter. Nee, wir gehen ein bisschen spazieren, ein bisschen so, gucken uns ein bisschen Zürich an. So, soll ganz schön sein, schöne Kantone und so, Schweiz und so. Schöner Karton, Alter. Sportlich. So muss es sein. Wo fahren wir hin? Nicht immer nur Benz fahren und hier rumprotzen, sondern auch mal mit dem Fahrrad, wie das Volk. Ja? Wir fahren jetzt an See. Weil hier in der Stadt geht mir richtig auf den Senkel. Schick hier, schick. Hier geht's schon, aber das ist alles so. Das ist halt, man, ey, das ist halt keine richtige Großstadt. Ja, das ist alles. Vielleicht ist es auch noch der Vorort von Zürich. Vielleicht sind wir noch gar nicht in Zürich. So, willkommen in der Schweiz. Deswegen sind wir hier in Zürich. Let's go. Und los! Digga, das ist das Schönste. Im Pokémon spielen im Ausland. Ich liebe das, Alter. So, meine Freunde. Wir haben hier eine handelsübliche Currywurst. Und als Brandenburger, der in Berlin wohnt, kann ich das natürlich bewerten. Wir machen jetzt mal den Test. Geben uns hier mal so ein Stückchen raus. Ja, schmeckt sehr gut. Muss ich ehrlich sagen. Hat natürlich auch 10 Euro. Umgerechnet wie viel, Richard? 20 Mark. 20 Mark gekostet. 20 Mark eine Currywurst ist natürlich Wucher. Ja. Brötchen, auch relativ groß. Schmeckt aber gut. In Berlin kriegst du ja die Scheiße, was sie immer aus dem Karnickel, von der Karnickel geklaut haben, wisst ihr? Das, was nicht mal die Tiere fressen, das kriegen wir in Deutschland ja, zu fressen. Hier kriegst du ein ordentliches Brötchen. Aber die Wurst hat auch eine schöne Schärfe, der Currypulver, schöne Schärfe. Mhm. Ey, schmeckt wirklich gut, kann man nicht meckern, aber ist natürlich sauteuer, wa? Richard, wie ist es bei dir? Also meine Wurst hat sehr, sehr gut geschmeckt. Muss ich wirklich sagen, das Brot auch richtig lecker. Also ein Brötchen sein, ein Stück Brot. Ich weiß es nicht, aber ist wirklich geil, muss ich wirklich sagen. Also, Schweiz kann was, ist halt nur sauteuer. Alter! Ey, kost mal bitte! Alter! Kannst du Schärfe? Also, es ist leicht scharf, aber es ist halt regelmäßig scharf, deswegen kann ich jetzt nicht sagen. Alter, ist herrlich. Die Schweizer wollten die umbringen, Dicker. Wir wollen die vergiften tun. Ja. Die wollen uns ausrotten, die Ossis. Die wollen uns ausrotten. Weil wir ganz genau wissen, dass wir es heute die Welt übernehmen würden. Digga, alles gut? Schaffst du das noch? Ey, mir ist wirklich richtig schwindelig, Alter, von der Schärfe. Ja, das schafft, ne? Kann Richard mir kurz den runterholen oder so, dass das ein bisschen geht? Ey, Digga, das ist schön, Alter, das Leben, Alter. Dafür. Danke, Scheiße. Ich schwöre, ihr könnt noch eine Stunde hier sitzen. Ja. Wir machen mit bei der Rettung der Erde. Fahrradfahren, Strom sparen und vor allem Vape. We go again. Groove Street. Ey, die Ballers sind da vorne, komm. Bleib mal weg, die Wichser. Jetzt geht der San Andreas, Mann. Ist das dein Ernst? Ich hab eine Playset 2 mit Bravo 5. Ready? Ballers! Mit leeren Augen und mit Tränen im Gesicht steht er alleine da.
Konzert war der absolute Abriss. Zürich, ich muss echt sagen, krass. Einfach nur krass. Wir hatten bisher Berlin, München, jetzt Zürich. Und ich sag mal, Berlin hatte mal den Vorteil mit 9000 Leuten, Special Guest, dies, das. Aber von der Lautstärke her war das bisher das beste Konzert. Also, verrückte Sachen im Moshpit passiert. Da kannst du ein Buch von schreiben. Tolkien, Alter, 5 Bänder kannst du davon machen. Was machen wir? Autogramme. Ich kündige jetzt aber extra nicht an. Da kommen nicht so viele. Ja, schön, der Jonas trotzdem verloren. Für Fox, Alter. Mann, Union hat verloren. Ich wusste, dass wir heute spielen, aber ich habe jetzt ein Konzert, du bist so im Kopf, du bist so dabei. Und jetzt kriegst du, und sie sagt noch, so, sie fährt immer noch zur Union und so. Sie sagt noch, du hast kein Live-Deck gemacht. Ich so, wie haben wir denn gespielt? Deck natürlich, wir gewinnen. 3-0 verloren. Naja, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder schlecht gelaunt und so. Aber ist nicht so schlimm. Morgen wird es wieder besser. So, meine Freunde, das Video ist fast vorbei. Ich halte hier in meiner Hand einen Gutschein. Was es damit genau auf sich hat, werdet ihr in den nächsten Videos erfahren, weil wir haben ein neues Format mit Richard gedreht. Richard hat verschiedene Aufgaben bekommen für jeweiligen Gutschein. Und wie waren die Aufgaben so für dich, Richard? Abwechslungsreich, sagen wir mal so. Abwechslungsreich? Vielleicht kann der gute Boris hier eine ganz kurze Szene reinschneiden. So ganz kurz, damit wir ungefähr wissen, in welche Richtung es geht. Freut euch auf die Videos, bis dann. Arschblank! Nee. Arschblank beim Arschschießen ist arschblank. Richard, ich schwöre auf meine Mutter. Hamstring. Oh, Hamstring. Was, Hamster? Ist hier von euch hier die Kamera?